Oh ja, der hat Bock. Der hat Bock. Mhm. Da sind sie alle, die nehme ich. Gut, bist du gleich. Also die Screenshots gestern, ja stimmt, die hast du ja noch gesehen. Mhm. Das war die Kollegin, mit der wir gestern gespielt haben, die ist komplett rausgelaufen aus dem Level, aus der Map raus. Auch sehr geil. Also wir haben eigentlich gewonnen, aber das Spiel war Barry. Na toll. Majos. Jo. Generator. Guck mal nach anderen. Ich würde sagen, lass uns die doch jetzt fix fertig machen, dann ist er fertig. Na gut. Alles, was wir erledigt haben, ist erledigt. Ich meine, der hat, glaube ich, noch keinen Terrorradius am Anfang, oder? Meyers hat nie einen Terrorradius. Auch nicht, wenn er auf Stufe 3 ist? Oh, doch, dann hat er einen. Ah, aber ich glaube nicht, dass er so schnell auf Stufe 3 kommt. Kommt drauf an. Wenn er spannt, dann schon. Voller Spanner. So, jetzt können wir zum anderen. Okay. Oh, wir haben irgendwas mit Terrorradius. Das kann also entweder nur Meyer sein, der sich durchgespannt hat, oder irgendwas anderes. Hallo, bewegst du dich mal, Charakter, bitte? Danke. Bist du noch am Rand? Ah, ich sehe dich. Bist du hinter mir? Ich komme zu dir rüber zum normalen Generator, ja. Da hinter der Hundehütte ist irgendwo einer. Ja, genau. Ey, was? Und da. Das ist der Kettensägen, Mann. Glaube ich. Ah. Nur Fallensteller, da bin ich noch nicht ganz sicher. Also wenn du in eine Falle aus Kettensägen trittst, dann ist es eine Mischung aus beiden. Ja. Kettensäge. Okay, jetzt habe ich die Hälfte großartige Fähigkeitschecks durch. Ich habe das Gefühl, er ist irgendwie hier in der Nähe. Mhm. Ja, er ist hinter mir. Schön. Gut, dass wir das geklärt haben. GG. Renn nicht in ein Haus rein. Warum nicht? Da bin ich. Haha. Gerade noch so. Puh. Oh no. Oh no. Ich hab da so ein Problem. Ja, dann mach das Problem bitte da, wo es entstanden ist, ja? In der Hand. Okay. Moment, der hat die Kettensäge in der Hand. Das ist ja das Problem. Oh, sorry. Da kommt er. Sorry. Ja, er rennt immer noch hinter mir. Er hat Spaß an mir. Nein, renn nicht in die Richtung. Ich glaube, Lore hat ihn für mich abgelenkt. Sorry. Ja, ich wusste, warum wir dich mitnehmen. Entschuldigung. Ey. Upsi. Geht übrigens ins Haus, ja? Ich musste doch irgendwie vor ihm entkommen. Hi. Ich muss aber auch direkt weiter. Tut mir leid. Ja. Ich hänge nur rum. Bamble, bist du in der Nähe?
Ich bin gegenüber von der Straße am Generator. Ich bin nämlich auf der anderen Seite der Map. Aber gut, ich hab's gleich, dann komm ich. Ja. Okay, du bist auf der gleichen Seite der Map. Ich beeile mich auch mal rüber. Gehst du zu Luray oder Mr. Black? Ja. Ja. Okay. Aber er ist auf dem Dach, glaube ich. Ja. Der hampelt da rum. Na, ja, der kennt. Na, nicht schon wieder. Da, wo du. Ich schleich mich an. Der kennt bei uns rum. Der läuft zwischen uns hin und her. Der ist im Haus gerade. Ja, vielleicht gibt es ja trotzdem eine Möglichkeit. Ich renn zum Blackie rüber. Da bin ich jetzt gleich. Okay. Ah, er rennt hinter Lorraine her. Schön. Dann, komm mal her. Lass dich mal anfummeln. Oh ja, bitte. Oh ja, Ich wusste gar nicht, dass du das da hast. Ja. So, jetzt ist aber gut. Okay. Kannst du mal gucken, ob du den Generator da oben hinkriegst, weil... Oh, da sind ja sogar zwei, sehe ich gerade. In dem Haus. Die Mäuschen hier sind zwei Generatoren. Oder verwechsel ich jetzt das Haus? Ich wollte gerade sagen. Nee, es sind zwei Häuser. Glaube ich. Ja, ich glaube, er kommt zu euch. Ja, er kommt. Er hat gerade Mr. Black gelegt, im Nachbarraum. Er hat gerade einen Schlitz ins Kleid gemacht. Oh, ich komme. Bitte? Ich bin am gleichen Haken. Ja, ich weiß. Ich bin im Raum über dir. Der geht ins Haus. Na dann. Dreistigkeit sieht uns so. Lauf in irgendeine Richtung. Nein, er kommt hinter dir her. Sorry. Natürlich. Dabei bin ich extra so gelaufen, dass er mich sehen muss. Aber nein. Ich hab mir gerade einen Scheitel gezogen. Frechheit. Gut, ich bin instant tot jetzt. Ja, bist du. Ich vermute mal, er wird dann direkt zu diesem Generator hier kommen, weil es ist direkt daneben. Und er rennt ins Haus. Ja. Hui. Du bist an mir hinterher gerannt. Achtung. Nee, bei mir ist er noch. Oh Gott. Ah, fuck. Jetzt kann es sein, dass er hier hochkommt. Hallo Ace, willkommen im Stream und Chat und so. Hab dich leider erst jetzt gesehen. Ich hoffe, du hast das vor zu langer Zeit geschrieben. Da drüben, sag mal, müssen wir ja alle hier uns erkennen. Fuck. Jetzt bin ich natürlich nervös. Supi. Ja, direkt zu dir. Ja, klar. Er weiß ja, wo ich bin. Lauf halt! Autsch! Versuch dich so zu retten. Ich glaube, ich
hab da jemand am Hintern. Ja, er läuft mir hinterher. Ah, hier ist... Also, ja, das für Zeug rumsteht. Mal mit. Da sieht man eine Flucht. Ja, mach das, weil ich hab keine Chance. Ich lieg auch direkt unter dem Haken. Das heißt, ich werde jetzt nochmal versuchen zu fliehen. Ah, vor 2 Minuten. Sorry. Ich war, glaube ich, gerade beschäftigt. Er kommt jetzt auf jeden Fall zu dir. Da bin ich hinüber. Ja. Ich versuch's trotzdem noch. Schade. Hätte er nicht so arg gekämpft, dann wäre es spannender gewesen.